Meine Seite holgerstrom.com mit über 60 Videos und hunderten Artikeln wurde gehackt und komplett gelöscht. Offensichtlich will man mich zum Schweigen bringen. Was offensichtlich ist, denn Verlage weigern sich, meine Bücher zu veröffentlichen, Buchhandlungen sie zu verkaufen und Medien schweigen mich um meine Bücher komplett tot. Mir wurde zugetragen vom verbeamteten Sorgenträgern, dass ich Staatsfeind bin. Da muss ich mal was dazu sagen. Ich habe hier die Zusicherung bei Einschreiben Rückschein vom Verfassungsschutz Kiel, Hamburg, Köln, dass keine Akte über mich angelegt wurde, dass keine Bedenken gegen mich bestehen, ich also kein Staatsfeind bin, also einen Persilschein bekommen. Ob das denn stimmt, ist eine andere Sache. Hinzu kommt, Bundespräsident Roman Herzog hat mir den Bundesverdienstorden verliehen und Bundespräsident Rau hatte mich für nächsthöheren Orden vorgeschlagen, der dann aber von der grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein abgelehnt wurde, die ja in der Zwischenzeit Atombefürworter waren und ich als Gegner dann nicht mehr in Frage kam. Es ist unglaublich, was in der letzten Zeit gelöscht wird. 2007 wurden im letzten Quartal bei YouTube 8 Millionen Beiträge gelöscht. Und Twitter sperrt jeden Tag 1 Million Konten. Insgesamt sind 70 Millionen Content gesperrt worden. Und zwar, wie Twitter sagt, auf Druck der Politik. Das ist eine unglaubliche Menge an Zensur, wie sie noch nie in der deutschen Geschichte vorher geherrscht hat. Und wir werden ja noch immer zur Verantwortung gezogen wegen derer Verbrechen. Und jetzt sieht man Parallelen, dass sich das alles wiederholt. Nun wird ja immer gesagt, wer Lügenpresse sagt, das wäre ein Begriff aus der Nazi-Zeit und das wäre Verleumdung und sei Nazitum und Holocaustleugner. Der Medienwissenschaftler Professor Dr. Norbert Bolz wurde am 1.5.2017 von Peter Hane bei Phoenix zur Lügenpresse befragt. Und er sagte, es ist noch viel schlimmer. Wesentliches würde verschwiegen, da man den Deutschen die Wahrheit nicht zumuten kann. Wahre Berichterstattung sei aber die Grundvoraussetzung in einer Demokratie. Die Eliten meinen, das Volk sei zu dumm für die Wahrheit und offen damit eine unglaubliche Arroganz. Insbesondere bei der Flüchtlingspolitik und Kriminalität bestehen Bedenken, Ausländerfeindlichkeit zu schüren, wenn die Deutschen die Wahrheit erfahren. Und sagen auch, bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten wird eine Meinung verbreitet, die der Regierung. Wer dann eine andere Meinung vertritt, wird zum Nazi erklärt. Immerhin ein Medienwissenschaftler. Und es kommen immer mehr kritische Stimmen, die die Befürchtung haben, dass wir jetzt schon längst wieder im Dritten Reich gelandet sind. Eines der Themen, die strikt ausgeklammert werden, ist die EU und was sie wirklich ist. Hier bei uns wird immer verbreitet, das sei ein Engel. Und alles, was die machen, ist gut und schön. Das ist aber im krassen Gegensatz zu dem, was man im Ausland hört. Zum Beispiel gibt es dieses Buch, The Nazi Roads of the Brussels EU. Das gibt es auch auf Deutsch, die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU. Und das ist absolut vernichtend über die EU. Nun stammt dieses Buch nicht etwa von Rechten oder Nazis, sondern von jüdischen Holocaust-Überlebenden aus Auschwitz, die sich dort an den Nürnberger Prozessen und an Senatshearings beteiligen. Um es kurz zu machen,
Die EU und die große Freihandelszone war ein Projekt Adolf Hitlers. Denn der wollte damit das Kartell der IG Farben weiterschreiben nach dem Krieg und somit die ganzen Firmen unter Kontrolle halten. Bekanntlich haben wir den Zweiten Weltkrieg verloren, aber bei den IG Farben waren die American IG Farben und das waren 20 der größten amerikanischen Konzerne, die das dann weiter betrieben haben. 1938 hat Walter Hallstein einen Vortrag gehalten zum Entzücken von Hitlers, wo er offenbart hat, wie man mit der EU nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Wirtschaft kontrollieren kann, in einer Diktatur. Und Walter Hallstein war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste EU-Präsident, der praktisch die EU gegründet hat, nach den Vorgaben von Hitler. Sein Freund Friedrich Oppels, Nazi-Freund, durfte den Europäischen Gerichtshof gründen und die Urkunde unterzeichnen und war Sonderbotschafter der EU. In diesem Buch werden dann auch die ganzen Politiker dargestellt, die das Ganze vorangetrieben haben. Und das Buch kommt dazu, es ist alles nur Marionetten, diese Politiker. Und sie machen eine Parallele zwischen 1933 und heute. Wir können sehen, es ist alles das Gleiche. Das Vierte Reich ist dem Dritten gleich. Dieses Buch ist also sehr empfehlenswert. Eine andere Sache, warum die EU in Missruf geraten ist, ist, sie ist die Mafia. Die Mafia hat die EU praktisch gegründet, mitgegründet. Arte hat in mehreren Sendungen, in dem Film Kampf gegen die Mafia, der in mehreren Folgen erschienen ist und immer wieder ausgestrahlt wurde, gesagt, die EU ist ein Konstrukt der Mafia. Schengen war die Grundvoraussetzung für den Aufstieg der Mafia. Die Einführung des Euros hat der Mafia die Arbeit erleichtert. Seitdem hat sich die Geldwäsche vervielfacht und die Reinvestition in die Wirtschaft wurde perfektioniert. Und die EU ist ein Konstrukt der Mafia. Anita Gradin, EU-Kommissarin, sagte, die organisierte Kriminalität verfügt über ausgezeichnete Verbindungen bis in die EU-Spitze. Und von John Ziegler, UNO-Menschenrechtsbeauftragter, das organisierte Verbrechen bildet die höchste Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktionsweise und Ideologie. Es ist die Essenz des Kapitalismus. Das sagt ja alles. Die Mafia ist die größte multinationale Organisation und Konzern. Aber es geht noch viel weiter. Die EU hat in Südeuropa einen gewaltigen Drogenmarkt aufgebaut. In Afghanistan werden für 800 Milliarden Dollar jährlich Heroin angebaut, was dann über den Kosovo, über die Küste in Südportugal, über den Atlantik weltweit verschifft wird. Auf der anderen Seite kommt das Kokain aus Südamerika rein. Die Mafia hat die ganzen Grundstücke aufgekauft an der Küste und dort praktisch eine gewaltige Umweltzerstörung eingeleitet. Und sie kontrolliert den Drogenhandel. In Portugal weiß das jeder, weil es in den öffentlichen Medien drin ist. Und die ansässigen Fischer tragen die Pakete die Steilküste hoch, 30 Kilo Pakete und bekommen für jedes 50 Euro, wenn man also einen erwischt, dann die Fischer. Aber da erwischt man keinen, weil alles ist durchgeschmiert und ein Großteil des Geldes geht direkt nach Lissabon oder aber nach Brüssel. Es ist aber noch viel schlimmer. In Portugal wurde der größte Sklavenmarkt der menschlichen Geschichte aufgebaut.
Wir sehen hier die Algarve Resident, und das ist auf Englisch drin, hier, was genau das beschreibt. Und es sind immerhin zwei Seiten, in denen behauptet wird, und zwar von dem Präsidenten der Ausländerpolizei, dass alles außer Kontrolle gerät. Es ist der größte Sklavenmarkt der menschlichen Geschichte. Arbeitssklaven, Frauen, die zur Prostitution getrieben werden, kleine Mädchen und Babys, die verschachert werden. Und er sagt, es ist außer Kontrolle, und von der EU sind die Strukturen aufgebaut, und hier hat man alle Stellen gestrichen, damit wir nicht dagegen angehen können. Das ist also in den portugiesischen Medien ganz offiziell, und jeder kann es lesen. Nur in Deutschland werden wir sowas nie erfahren. Es ist alles manipuliert und zensiert. Nun heißt es immer, die EU ist ja so toll und alles. Aber wenn wir mal genauer hingucken, es gibt das sogenannte Target 2. Target 2 bedeutet, dass wenn zum Beispiel in Griechenland jemand einen Porsche kauft, den er nicht bezahlen kann, dann wird die Schuld summiert und geht dann auf das Griechenkonto. Das heißt, die Griechen haben Schulden beim deutschen Staat. Die Italiener haben es, die Spanier, die Portugiesen. Das ist mittlerweile eine Summe, die sich fast auf 1 Billion beläuft, die nicht bezahlt wurde. Man kann auch diese Porsches in Athen zum Beispiel, wo mehr Porsches waren als in ganz Deutschland, die kann man nicht zurückholen, weil das zyprischen Briefkastenfirmen gehört. Das ist also rechtlich nicht möglich. Die werden einfach nicht bezahlt. Dieses Geld wird entweder über Hermes-Bürgschaften direkt von deutschen Steuerzahlern beglichen, oder aber, falls diese Länder pleite gehen, falls das mit dem Euro nicht klappt, und vieles deutet ja darauf hin, werden diese Schulden bei uns bleiben und uns zubelastet werden. Also, wir bauen den Porsche und wir finanzieren ihn für andere, während die Deutschen selber nichts davon haben. Und mit Tage 2 wurde praktisch die Hintertür zum Länderfinanzausgleich längst gegründet. Und wenn irgendwie ein Staat pleite geht und nicht mehr in der Lage ist, die Milliarden Schulden zu bezahlen, werden auch wir die zu bezahlen haben. Hinzu kommt, dass Deutschland die Hauptfinanzlast trägt für die EU. Auch jetzt, wo England ausgeschieden ist. Das kostet den deutschen Steuerzahler 10 Milliarden mehr im Jahr. Und hier ist der Bund der Steuerzahler, der in seiner Zeitschrift der Steuerzahler genau darüber schreibt, wie Deutschland eigentlich entrechnet wird und alle Rechnungen für die EU zu zahlen hat und dass das jedes Jahr immer mehr wird und dass das Ganze eigentlich nicht mehr haltbar ist, weil für viele EU-Staaten diese Zahlungen reine Mitnahmeeffekte haben, wodurch die nationalen Etats geschont werden und was dafür sorgt, dass die gar nicht bereit sind, irgendwelche Reformen durchzuführen, denn sie kriegen ja alles von Deutschland bezahlt, während die Deutschen mittlerweile die ärmsten in Westeuropa sind, mit den niedrigsten Renten. Und wir bekommen sie jetzt erst ab 67, während in anderen Ländern, die zum Teil ab 50 Jahren ausgezahlt werden. Und dort sind es nicht wie in Deutschland die niedrigsten Renten, sondern wir bekommen praktisch, wenn wir 40, 45 Jahre gearbeitet haben, davon 40-48%, während in diese Länder das 120% von den 3 bestverdientesten Jahren sind. Wieso ist so etwas alles möglich? Es ist deswegen, weil wir Deutschen von Menschen regiert werden, die nicht in unserem Sinne regieren. Wir sind nach dem Krieg praktisch vereinnahmt worden. Und wir sind auch kein Rechtsstaat mehr.
Das Recht ist völlig ausgehebelt worden. Professor Dr. Robert Scholz, der an der TU Berlin einen Lehrstuhl hat in Verfassungsrecht und er ist ehemaliger Verteidigungsminister unter Kohl gewesen, also CDU, er sagte in TV Berlin, der Hauptstadtsender, dass das Asylrecht überhaupt falsch angewendet wird. Selbst bei eindeutiger politischer Verfolgung besagt § 16a Grundgesetz und das Verfassungsgericht, dass das Asylrecht unter den Einschränkungen anderer Verfassungsnormen steht. Kriminelle können grundsätzlich kein Asylrecht beantragen. Wenn der Sozialstaat gefährdet wird, begrenzt das Solidaritätsstaatsprinzip das Asylrecht. Auch wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, darf das Asylrecht nicht ausgesprochen werden und er widerspricht damit Merkel und den Grünen und der SPD in allen wichtigen Punkten. Er weist darin hin, dass das europäische Recht systematisch gebrochen wird. Wegen Dublin ist das Vorgehen Merkels illegal. Sie hat den Flüchtlingen versichert, sie könnten ohne Kontrolle und Registrierung nach Deutschland kommen. Zudem wurde versichert, dass alle Syrer das Asylrecht bekommen und auch andere Gruppierungen. Es existiert aber nur ein individuelles Exilrecht, kein Gruppenrecht. Jeder Fall muss genau überprüft werden. All das wurde vom Bundesverfassungsgericht entschieden und ist von Merkel gebrochen worden. Das Abkommen von Schengen sagt, wenn die gemeinsame Ausgangsgrenze gesichert ist, gilt dies nur. Merkel hat den Staatsbegriff Staatssicherung eigenmächtig außer Kraft gesetzt, der aber durch das Grundgesetz geschützt ist. Auch das deutsche Recht erlaubt nicht, gegen die Bundesgrenzerin zu klagen und somit hat man keine Möglichkeit, gegen sie vorzugehen. Außerdem sind die Staatsanwälte, die Politiker sind weisungsbefugt und können denen sagen, was sie zu machen haben. Und auch hat die Kanzlerin gegenüber den Minister kein Weisungsrecht, wie es jetzt ja bei Seehofer geschehen ist, der ja eigentlich nur das Recht durchsetzen wollte und dafür übelst beschimpft wurde. Denn jeder Minister ist laut Grundgesetz für sein eigenes Ressort verantwortlich. Der Innenminister ist für die innere Sicherheit verantwortlich und nicht die Kanzlerin. Professor Scholz stellte fest, dass alle Parteien, außer der AfD, für die Flüchtlingspolitik sind, während 80% der Bevölkerung dagegen ist. Aber 80% der angeblich gewählten Politiker ist dafür. Und er sagt, das ist ein Unding in einer Demokratie. Wenn man so eklatant gegen den Willen der Bevölkerung verstößt und die Identität des deutschen Volkes verschwinden lässt. Und das sieht Robert als schlimmstes Verbrechen. Nun fragt man sich natürlich, wie ist denn sowas möglich? Und dann kommen wir rein in eine gewisse Problematik. Die Justiz, wissen wir ja, dass die nicht mehr in Deutschland funktioniert und auch, dass die Demokratie nicht funktioniert. 79% der Bundesbürger sind gegen die Flüchtlingspolitik. Für 89% der Bundesbürger ist vorrangig, dass die europäischen Staaten eine eigenständige Außenpolitik betreiben, bei der auch die russischen Interessen berücksichtigt werden. Nur 6% sind für eine klare Distanz zu Russland. Der Schwenk der SPD-Spitze und von Außenminister Heiko Maas mit einer härteren Gangart in der Russenpolitik halten über 2/3 der Deutschen für falsch. Bei den SPD-Wählern ist es sogar 3/4 und den SPD-Mitgliedern sogar 81%, die nicht mit dem Kursschwenk vereinbar sind. Es ist ja auch die Frage,
Wie konnte Maas als unbeliebtester SPD-Politiker den beliebtesten Politiker Gabriel ablösen? Das ist ganz eindeutig, weil es keine Demokratie bei uns gibt, weil andere entscheiden, nämlich Marionetten. Und die Justiz, wie gesagt, nichts zu sagen hat. Wir sind kein Rechtsstaat mehr. Und wer hat das gesagt? Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Da sagte, die Justiz ist im Würgegriff der Politik. Und das ist eindeutig verfassungswidrig, denn laut Grundgesetz sollen Richter unabhängig sein. Diese richterliche Unabhängigkeit gilt sogar neben Artikel 5 als ein Grundpfeiler eines demokratischen Rechtsstaates. Und der gegenwärtige Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnieser, hat 2017 ein Buch geschrieben, Das Ende der Gerechtigkeit, wo er sagt, dass das Rechtsleben so schwer geschädigt ist, wenn man überhaupt noch davon sprechen kann, dass man nicht mehr von einem Rechtsstaat überhaupt ausgehen kann. Das ist natürlich fatal. Und Merkel sagte dazu, wörtliches Zitat, es muss mehr Ordnung in allen Arten der Immigration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt. Sie spricht also, dass die Menschen den Eindruck haben sollen, nicht etwa, dass der Rechtsstaat durchgesetzt werden soll. Somit, die Menschen sollen getäuscht werden. Und dann fragt man sich natürlich, was ist eigentlich Frau Merkel? Und dazu habe ich hier ein sehr interessantes Foto. Wir sehen dort Merkel als Teenager und neben ihr zwei andere Teenager in Tavistock. Kaum einer wird Tavistock kennen. Es ist die Kaderschmiede Rothschilds in England. Und darunter steht Social Engineering the Masses. Das heißt, dass praktisch die Bevölkerung verarscht werden sollen und belogen werden. Und wer sind nun diese drei Teenager? Hier können wir sie sehen. Es ist Merkel, es ist Theresa May und es ist die lettische Premierministerin, wo bereits im Teenager Herr Rothschild entschied, dass die mal Bundeskanzler bzw. Prime Minister werden sollen. Und sie sind es geworden. Und wir meinen, wir leben in einer Demokratie und wir hätten sie gewählt. Völlig falsch. Rothschild hat sie gewählt und kein anderer. Und was macht Frau Merkel und was machen die deutschen Medien? Sie haben von Anfang an gegen Trump gehetzt. Wir sehen hier in der Neuen Morgenpost, dieser Mann ist unser Feind. Merkel hat ihm gleich nach der Wahl Vorschriften machen wollen, was er zu denken, zu tun und zu machen hat, damit er in der zivilisierten Welt überhaupt noch aufgenommen wird und ernst genommen wird. Und wir wissen ja, dass Trump nun nicht gerade, was das angeht, sehr empfänglich ist. Da hat das als tödliche Beleidigung gesehen und als eine Kriegserklärung von Merkel, die er ja zutiefst hasst, das ist ja kein Geheimnis, und er lässt das an der deutschen Wirtschaft aus. Hier ist also im Neuen Spiegel ein Artikel auf die harte Tour, wo sie darauf hinweisen, dass jetzt die deutschen Firmen fertig gemacht werden. Die Deutsche Bank musste über 10 Milliarden Dollar Strafe zahlen. VW über 20 Milliarden, Bayer über 9 Milliarden und so weiter und so fort. Die deutschen Firmen werden fertig gemacht. Und das hat die Folge, im Handelsblatt, im Neuen steht Aufschwung ohne Kraft und dann ein umfangreicher Artikel, dass die deutsche Industrie kollabieren wird in der Zukunft. Und zwar hier Ende der goldenen Zeiten, dass insgesamt in Europa die Wirtschaft schwächelt, dass die Profite, die im letzten Jahr 2017 Rekordhöhen hatten,
jetzt kollabieren, dass alle Anzeichen darauf hindeuten, dass die deutsche Wirtschaft kaputt gehen wird. Und mit ihr die europäische. Zum Teil auch wegen des Handelskrieges, aber auch, weil Merkel es geschafft hat, die beiden mächtigsten Männer der Welt gegen sich aufzubringen, nämlich Trump und Putin. Merkel hat die Sanktionen gegen Russland mit der Brechstange durchgesetzt in Europa, wodurch Finnland und Ungarn, deren Hauptwirtschaftspartner war Russland, wirtschaftlich in die Knie gegangen sind. Aber auch Deutschlands Wirtschaft hat das geschwächt. Beide sind Erzfeinde von Merkel, auch wenn das von der deutschen Presse nicht ganz so drastisch dargestellt wird. Zudem fährt Merkel rum und will alle Menschen und alle Politiker in der Welt sagen, was sie zu machen haben. Und das ist in Saudi-Arabien bitter aufgestoßen. Von denen kriegen wir praktisch keinerlei Aufträge mehr. Die deutsche Wirtschaft ist völlig rausgeschmissen worden. Und worum geht es eigentlich, was Merkel machen soll? Das schreibt Ralf Niebuhr in dem geplanten Untergang in seinem Buch, wie Angela Merkel und ihre Mache Deutschland zerstören, in dem von The Merkel Plan gesprochen wird, dass Deutschland vernichtet werden soll. Seine Wirtschaft, seine Freiheiten und sie durch Ausländer überflutet werden sollen, bis wir einen Bürgerkrieg bekommen, praktisch total vernichtet wird. Und das Ganze ist mit der Umerziehung des deutschen Volkes nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen. Denn viele Politiker haben dort gesagt, der Zweite Weltkrieg ist erst gewonnen, wenn die Bio-Deutschen, also die Deutschen, die hier wohnen, vernichtet worden sind und verschwunden worden sind. Und deswegen wurde in den 68er Jahren wurde uns die sogenannte Frankfurter Schule gebracht von Marcuse, Horkheimer, Adorno und so weiter. Und dazu ist zu sagen, dass die alle Geheimdienstmitarbeiter waren, dass die beauftragt waren, die Deutschen völlig umzuerziehen, ihnen die deutsche Schuld aufzuzwingen, dass sie die Verbrecher sind, nämlich die Nachkommen von den größten Verbrechern der Welt. Dabei haben die USA 50 Millionen Indianer und Schwarze ermordet und England über 50 Millionen Inder. Aber davon darf nicht gesprochen werden, nur die deutsche Schuld zählt. Und auch dort, es gibt natürlich keine Kollektivschuld und die heutigen Deutschen haben im Dritten Reich gar nicht gelebt. Wenn, da sind da noch ein paar über 90-Jährige nach. Alle anderen, aber wir müssen die Schuld tragen und wir kriechen vor den Amerikanern, sagt zum Beispiel der Dramatiker Hochhuth, der das absolut ekelhaft findet, wie wir uns den Amerikanern unterworfen haben und schleimen und ihnen die Stiefel lecken. Und er sagt, eine Regierung, die sich derart von den USA maßregeln lässt, kann man gar nicht im Interesse Deutschlands handeln. Und das ist so. Und deswegen werden wir nicht richtig informiert. Gerade was die Probleme mit den Flüchtlingen und Asylanten angeht, wird notorisch gelogen. Frau Merkel hat ja gesagt, oh, die Kriminalitätsrate geht zurück, die Flüchtlinge sind ganz lieb, die begehen gar keine Verbrechen, während Trump gesagt hat, das explodiert. Da hat man die deutschen Medien dargestellt, Trump ist ein Lügner. Aber es gibt über 200 militärische Einrichtungen in Deutschland. Und die NSA und die CIA ist hier mehr zu Hause als in Amerika und sie überwacht jeden deutschen Politiker. Trump weiß über Merkel und über diese Politiker mehr als sie selber. Und auch das stimmt nicht mit den ganzen Statistiken. Denn wir wissen vom BKA, die eine Studie erstellt haben, wo es drin heißt, dass fast 50.000 Bundesbürger Opfer von Kriminalität waren. Und dass die Kriminalität der Asylanten 6-mal höher ist als die
der Deutschen. Stattdessen werden wir falsch informiert. Es heißt dann zum Beispiel, dass Neonazi ertränkt ein Kind. Am helllichten Tag im Schwimmbad. Keiner half. Und eine ganze Stadt hat es totgeschwiegen. So titelte Bild. Eine Story. Nichts daran war wahr. Gar nichts. Der kleine Junge war schlicht ertrunken. Es hatte nichts mit zu tun. Aber auf der anderen Seite werden Dinge passieren, Dinge, die kaum vorstellbar sind. So zum Beispiel in Hamburg, wo der 33-jährige illegale Einwanderer Mortula M. aus dem Niger seine einjährige Tochter in aller Öffentlichkeit geköpft hat und die Mutter erstochen hat auf dem Hamburger Bahnhof Jungfernstieg. Also mittendrauf unter den Augen zahlreicher Hamburger. Und daraufhin hat jemand dies ins Internet gesetzt. Nicht die Tat selber, sondern hat einige geschockte Hamburger zu Worte kommen lassen. Und was ist daraufhin passiert? Dessen Wohnung wurde gestürmt, er wurde verhaftet und alles wurde gelöscht. Da hat sogar das Hamburger Abendblatt, was ja bekanntlich Springerpresse ist, sehr verstört darauf reagiert und in mehreren Artikeln geschrieben, dass der Migrant, der zu der Gruppe der selbsternannten Lampedusa-Flüchtlinge gehört, mit seiner extremen Brutalität von einem Schweigegestell und Verschleierung der Medien und der Justiz geschützt wird. Nun hat die Staatsanwaltschaft scharf zurückgeschossen und die Wohnung des Mannes, der das Video hochgeladen hat, durchsucht. Weil die hohen Hürden für derlei Maßnahmen kennt, wundert sich über diese Radikalität der Ankläger. Sie ist in ihrer Wirkung töricht, weil sie die Verschwörungsmythen nur befördert. Und in einem Artikel, weiteren, haben sie darüber geschrieben, dass bei dem Sicherheitsapparat große Verstörung und Verwunderung herrscht. Die waren ganz heiß auf dem Fall, heißt es da über die Staatsanwaltschaft. Zudem wundert man sich, wie schnell es einen Durchsuchungsbeschluss gab, während man im Alltag selbst bei hohen Verbrechenstatbeständen und Terrorismus tagelang oder wochenlang zu warten hat und mit hohen Hürden zu kämpfen hat. Was soll denn dies Ganze, dass man so viele Flüchtlinge nach Deutschland bringt? Und man bringt viel, viel mehr, als man uns sagt. Dort heißt es natürlich immer, dass kaum noch Flüchtlinge kommen und dass das immer weniger wird. Aber es kommen ständig weitere Flüchtlinge nach Deutschland. Und zwar über den normalen Familiennachzug. Dann ist es so, dass Flüchtlinge illegal eingeschleust werden, aber ganz offiziell. Regelmäßig pendeln Chartermaschinen zwischen Athen und München mit statistisch nicht erfassten Flüchtlingen. Also nicht statistisch erfasst, die werden gar nicht registriert. Das waren immerhin im letzten Jahr 45.000. Das geht unter dem Titel Deutschlandsausgleich, werden die dann in Deutschland verteilt. Dann unterhält die EU eine zweite Luftbrücke von Afrika nach Italien mit Militärmaschinen. Und diese Zahl der illegalen Einreisenden wird nicht erfasst. Es gibt keine offiziellen Statistiken, die sind geheim. Und dazu hat das Oberlandesgericht Koblenz am 14. Februar 2017 bereits festgestellt, dass die rechtsstaatliche Ordnung in dem Bereich der illegalen Einreisen seit 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt worden ist. Dann kommt es noch hinzu, dass weitere, zum Beispiel Jugendliche, Unbegleitete oder andere, überhaupt nicht erfasst werden. Und warum macht man das Ganze? Man sagt uns, man muss die Bevölkerungszahl ausgleichen. Wir werden immer weniger.
Und deswegen braucht man die Asylanten, damit sie bei uns arbeiten können. Kaum einer dieser Asylanten arbeitet. Sie leben alle von der Sozialhilfe. Und in der Schweiz gibt es eine Nationalrätin und Politikerin, die für Sozialhilfen zuständig ist. Sie sagt, 90% der Sozialhilfeempfänger haben einen Immigranten- oder Asylantenhintergrund. In dem Zeitung Max Planck Forschung vom Max Planck Institut ist ein Artikel, mehr Kinder bei wachsendem Einkommen. Er schreibt, dass in Deutschland, da wir so schlecht verdienen, kaum noch die Möglichkeit besteht, Kinder zu bekommen. Junge Menschen, selbst Ärzte, Krankenhausärzte, wenn die ihre Miete in Hamburg bezahlt haben und ihre Steuern, wir zahlen ja die höchsten Steuern in der Welt, das muss man ja sehen, wenn die gezahlt werden, bleibt denen kaum noch Geld, wo sie von leben können. Und es ist ja noch schlimmer, es gibt ja Rentner, die nicht mehr genügend Geld zum Leben haben, die am Verhungern sind. Es ging da dieser Fall durch die deutsche Presse. Eine 85-jährige Rentnerin ist ins Gefängnis gesteckt worden. Sie hat sich Lebensmittel gestohlen, damit sie nicht verhungern muss. Und daraufhin ist sie verurteilt worden und muss nun monatlich Geld abzahlen, was sie nicht hat. Und dadurch war sie noch mehr gezwungen, Lebensmittel zu stehlen. Früher nannte man das Mundraub, das war straffrei. Heute, sie ist dann ins Gefängnis gesteckt worden. Eine 85-jährige Dame, die gestohlen hat, damit sie nicht verhungern muss, die kam in Deutschland ins Gefängnis. Wenn Asylanten Ladendiebstähle begehen, darf das polizeilich gar nicht aufgenommen werden. Während die Deutschen dabei hart bestraft werden. Es ist richtig absurd, das Ganze. Und hier schreibt der Chefredakteur von Focus, Robert Schneider, ermutigte die Politik, die flächendeckend extrem großzügige Auslegung des Asylrechts inklusive Durchwinkpraxis. Tausende Asylbewerber wurden seit 2015 ohne persönliche Anhörung nur aufgrund ihrer schriftlichen Angaben anerkannt. Das Prinzip des Laissez-faire und des Wegsehens hat, scheint, Methode. Es ist nicht bekannt, dass Altmaier jemals versucht hätte, daran etwas zu ändern. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière ließ die Dinge laufen. Und als jetzt Seehofer versucht hat, das zu ändern, ist er mit Häme und Spott von der Presse bedacht worden. Dazu sagt der Chefredakteur von Focus, die Bürger merken, wenn es um die Steuerzahlung oder wenn es um die Durchsetzung des Datenschutzverordnung geht, ist der Staat schnell bei mir. Aber wenn es um öffentliche Sicherheit geht, um Durchsetzung des Asylrechts, da zweifeln einige an der Handlungsfähigkeit des Staates. Das Handelsblatt schreibt, die deutsche Rechtsordnung zu stärken, falls überhaupt, ist erst wiederherzustellen, betrachtet Seehofer als seine wichtigste Aufgabe in der Regierung. Denn bisher hätten Menschen Einreisesperren, die sie hatten, trotzdem Asyl bekommen. Und die Linken erklärten daraufhin Seehofer zum Sicherheitsrisiko, weil der uns vor Terroristen und Kriminellen schützen wollen. Was ist das für eine komische Welt? Geld spielt keinerlei Rolle bei den Flüchtlingen. 6.720 Euro Monatsmiete für eine Familie aus dem Irak. Und das ist kein Einzelfall. So ein Artikel. Während für Deutsche kein Geld da ist. Was hat Sigmar Gabriel gesagt als Außenminister? Für die Flüchtlinge haben wir alles gegeben und für die Deutschen nichts. Deutlicher geht es ja nun nicht mehr. Das ARD-Studio in Brüssel stellte fest, dass in Sachen Immigration in der EU nichts mehr geht, gar nichts geht, obwohl das Gegenteil behauptet wird. Merkel hat ja damit geprahlt, dass sie mit Griechenland ein Abkommen hat. Ja,
Die nehmen einen Asylanten auf und schicken uns 6 andere in dem Rahmen der Familienzusammenführung zu. Da kommen also nicht weniger, sondern immer mehr nach Deutschland. Und Sie schreiben, es ist eine Bankrotterklärung und Merkel traut in der EU keiner mehr über den Weg. Dieser Artikel heißt übrigens, Merkel traut in der EU keiner mehr über den Weg. Das liegt an ihrem Politikstil und ihrer Nebelscheinwerfern. Merkel ist mit ihrer Bevormundung und wegen Auslösens des Flüchtlingsproblems verhasst. Sie fordert europäische Solidarität, die sie selbst gegenüber Griechenland, Italien und Spanien verweigert hat. Sie nimmt die Spaltung der EU in Kauf und ist unbelehrbar. Zudem hat sie Europa und Deutschland nach rechts gedrängt. Merkel ist isoliert und am Ende. Dieser Beitrag durfte nicht veröffentlicht werden. Daraufhin ist er ins Internet gesetzt worden. Also sogar sieht man, wenn in der AED einige Leute sagen, so geht es eigentlich nicht mehr weiter. Es passiert nichts. Und all das geschieht nach dem Motto des ehemaligen Außenministers der Grünen, Joschka Fischer, der gesagt hat, die Deutschen sind alle sehr tüchtig, fleißig, arbeiten viel, haben dadurch mehr Geld als andere und das sei ein Unding. Und ich zitiere jetzt hier mal wörtlich. Dem kann aber entgegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür. Es kann auch radikal verschwendet werden. Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet. Das ist die Richtschnur von Merkel und vieler Politiker. Und nicht nur das. Wir haben hier eine Prognose und Planung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, in dem gezeigt wird, was in Zukunft passiert. Das ist hier, das Rote ist die Bevölkerungskurve. Wir werden einen Wirtschaftszusammenbruch bei 2030 bekommen, danach Bürgerkrieg, Kannibalismus, Massenmord, Terrorregime und dann wird die Bevölkerung um die Hälfte im Jahr 2060 halbiert sein. Das ist also, was Frau Merkel vorhat. Und all dies wird uns verschwiegen. Es gibt nur noch ganz wenige kleine Zeitschriften, die noch so sind wie der Spiegel damals. Ich möchte in diesem Zusammenhang einmal den Funken nennen. Eine kleine kommunistische Zeitschrift mit Mao und mit Uli Dutschke oben drin. Also noch von aufrichtigen Kommunisten. Dort heißt es unter anderem in einem Artikel von Jean Ziegler: Im vergangenen Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Weltbruttosozialproduktes beherrscht. Die Hälfte aller im Jahr auf der Welt produzierten Reichtümer. Diese schmalen Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals haben eine Macht, wie sie nie ein Papst, ein Kaiser oder König gehabt hat. Sie entschwinden jeglicher staatlichen Kontrollen und haben nur eine einzige Strategie, die Gewinnmaximierung um jeden menschlichen Preis. Grund für den Hunger in der dritten Welt sind unter anderem Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel wie Mais, Getreide und Reis, die 75% des Weltkonsums abdecken. Die Spekulationen schaffen astronomische Profite für die Großbanken und treiben die Weltmarktpreise in die Höhe. Diese Börsenspekulanten von Frankfurt über London bis New York könnten morgens verboten werden und Millionen Menschen werden gerettet, Millionen Kinder, die heute deswegen verhungern. Und in einem weiteren Artikel wird Bundesaußenminister Heiko Maas zitiert, der davon spricht, es herrsche kein fairer politischer Wahlkampf in Russland. Und es wird hier gefragt, ja gibt es denn in Deutschland, wo die großen Parteien Hunderttausende Euro aus Steuergeldern erhalten, dazu riesige Summen von Firmen und Wirtschaftsverbänden, im Fernsehen überproportional präsentiert werden,
während die kleinen Parteien kaum zu Worte kommen, gibt es denn da überhaupt einen fairen politischen Wahlkampf? Es ist ja bekannt, dass Außenminister Heiko Maas jetzt gegen Russland mobilisiert, in schärfster Form. Und damit, wie gesagt, gegen den Wunsch der Basis der SPD konträr steht. Es ist ein weiterer Artikel in dem Funken von einem Altkommunisten, der sagt, ich bin Kommunist und bin für Deutschland. Ich bin kein Deutschenhasser wie die Grünen, die SPD und Teil der Linken. Denn die meisten Linken sind keine Deutschenhasser. Sie sind Deutschnationale. Sie wollen, dass dieses Land weiter besteht. Sie sind zwar nicht stolz auf die Schafe, auf die Dummköpfe, die sich alles sagen lassen und manipuliert werden, aber wir sind stolz, einem Volk anzugehören, das Goethe, Schiller, Beethoven, Bach und Einstein hervorgebracht hat. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein Naturrecht. Kein Volk hat das Recht, über ein anderes zu herrschen. Aber genau das geschieht bei uns. Und es ist erfreulich, dass zumindest ein Großteil der Linken keine Deutschfeinde sind. Es gibt noch eine weitere Zeitschrift, die so im Stil ist wie vielleicht früher mal der Spiegel. Und sie heißt Free 21 und ist eine hervorragende Zeitschrift, die 10-mal im Jahr herauskommt. Von bekannten Autoren, kompetenten. Da wird zum Beispiel drin geschrieben, dass auf Seite 3 Kriegsverbrecher auf freiem Fuß von Daniel Ganser, dass die heutigen Politiker und die EU und die NATO Kriegsverbrecher sind, die die schlimmsten Verbrechen begehen, die Angriffskriege führen. Und das ist genau die Art von Verbrechen, für die die Naziführer seinerzeit aufgehängt worden sind. Das Verbrechen gegen den Frieden nämlich, von dem offensichtlich nur die wenigsten wissen, dass es das überhaupt gibt. Das Verbrechen gegen den Frieden, die Entfesselung eines Angriffskrieges, ist das schwerste Kriegsverbrechen, das alle anderen Kriegsverbrechen in sich einschließt. Der amerikanische Journalist Jeff Sommers schreibt, die US-Militärausgaben sind höher als die der 10 nächstgrößeren Länder zusammen. Der Verteidigungshaushalt für 2019 beläuft sich auf 886 Milliarden Dollar. In 156 Ländern liegen über 1000 militärische Einrichtungen, vollgestopft mit Waffenlagern, die vor sich hinrotten und veralten. Alleine die 2500 Flugzeuge vom Typ F-35 kosten 162 Millionen Dollar pro Stück. Der Pilotenhelm ist teurer als ein Ferrari. Das erklärt, warum die US-Bürger verarmen und die USA ständig Kriege führen müssen. Der Kongress und die Regierung befinden sich im Geiselhaft des militärisch-industriellen Komplexes. Und Free 21 hat ein paar hervorragende Artikel. Zum Beispiel hier der Fall Blutige Gina, dass die neue CIA-Chefin persönlich an Folterorgien teilgenommen hat. Oder falsche Flaggen von Anthrax bis Novichok. Dieses Nervengift, das angeblich Putin eingesetzt hat. Das ist nur der größte Blödsinn überhaupt. Dieses Mittel ist hochgiftig, 100-mal giftiger als Sarin. Wer damit in Berührung kommt, wird innerhalb von Sekunden oder Minuten sterben. Wieso überleben die alle? Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Weiterhin hat man gesagt, nur Russland verfügt darüber. Alle NATO-Länder haben ab den 90er Jahren dieses Gift nachgebaut, um angebliche Gegenmittel zu entwickeln. Sie verfügen also darüber. Aber wahrscheinlich hat es sich hier nie bei Novichok gehandelt. Und das ist einfach die Kriegspropaganda, die in den deutschen Medien immer mehr um sich greift. Und das ist insbesondere im Fall die geplante Zerschlagung Syriens der Fall. Putin und Assad haben den Krieg gewonnen.
Der Verbündete des Westens, der IS, ist geschlagen worden. Und was macht Amerika? Sie finden sich nicht damit ab. Sie schicken jetzt immer mehr Soldaten nach Syrien, amerikanische Soldaten. Und es ist ein Plan bekannt geworden, der in einer arabischen Zeitung veröffentlicht wurde und dann hier von Free 21 übersetzt wiedergegeben wird, nachdem die Amerikaner in einer Verschwörung zwischen Frankreich, England, Saudi-Arabien und der UNO jetzt Syrien spalten wollen, indem sie den Ost-Nord-Teil abspalten, der viel Gas und Öl hat, und sie, die Kurden, die dort sind, dafür kämpfen lassen. Das sind ja die Waffenverbündete der Amerikaner. Und nun verraten aber wiederum die Amerikaner die Kurden, indem sie den Türken erlauben, den Nordteil Syriens zu besetzen und einzuverleiben, also auch den kurdischen Teil, um nicht die Türken zu verprellen. Und dann soll die UNO zusammen mit den Medien in konzertierten Aktionen Propagandaaktionen machen gegen Assad, der Giftgas und andere Gräuel begeht, um ihn in Diskredit zu versetzen, damit man diese Teilung vor sich nehmen kann und sich die Reichtümer Syriens aneignen kann. Weitere tolle Artikel sind ebenfalls in Free 21 und die Zeitung ist eigentlich sehr günstig. Man kann sie auch im Internet sehen unter free21.org. Und dann sehen wir erst, wie gelogen wird in den normalen deutschen Medien. Sie sind so erbärmlich und so widerwärtig. Goebbels wäre stolz auf seine Nachkommen, wie die Propaganda perfektioniert haben und uns damit manipulieren und blenden. Ein Grund mehr, aufzuwachen und selber zu denken.